Surrogate Cities ist kein präzises Städteporträt, kein konkretes. Das will es auch gar nicht sein. Es wollte immer sozusagen eher versuchen, Gemeinsamkeiten, strukturelle Gemeinsamkeiten von Metropolen, großen Städten, von dem Leben in großen Städten herauszuarbeiten und diese in Musik zu überführen. Ich habe nie versucht, hier sozusagen auf illustrative Weise etwas direkt zu porträtieren, sondern mich haben Texte, Bilder, Architektur, auch Musik angeregt, zu diesem Themenkomplex der städtischen, der urbanen Erfahrung etwas zu komponieren. Ich glaube, aus diesem Grund habe ich gar nicht erst versucht, Stadt sozusagen auf eine bildnerische Weise zu malen, sondern mich hat immer interessiert, was gibt es auch für strukturelle Gemeinsamkeiten in der Organisation von Orchesteraufbau, von den verschiedenen Gruppen, von Bläsern, Streichern, Schlagzeugern, Holzbläser, Blechbläser. Was haben die möglicherweise auf einer durchaus auch organisatorischen Ebene oder einer mechanischen Ebene oder einer manufakturellen oder industriellen Ebene, was haben die eigentlich mit so einer Städtestruktur zu tun? Surrogate Cities Venezia war nun ein anderer Schritt, ein weiterer Schritt hin zu einer Visualisierung und auch zu einer Inszenierung der Bühne. Das gab es bis dahin nur auf der Ebene von Licht- und Orchesteraufbauten. Und ich bin der Einladung und der Idee auch von Andrea Molino sehr gerne gefolgt, zusammen mit Stipendiaten von Fabrica und zusammen mit meinem Bühnenbildner Klaus Grünberg und meinem Dramaturgen Stefan Buchberger nach einer Möglichkeit zu suchen, wie man Bilder für diese städtischen Erfahrungen findet, die dennoch den Blick nicht verstellen. Das kann man oft sehen, man kann Konzerte mit Videoscreens, man kann Filme mit Orchesterbegleitung sehen. Wir haben eigentlich eher nach einer dreidimensionalen Lösung gesucht, in der das Orchester, die Bilder, der Raum, der Screen eine ständig veränderte Kollaboration möglich machen.
Das Ganze ist eine Suite von Sätzen und es ist keine Symphonie im klassischen Sinne, sondern eher eine auch in der Reihenfolge durchaus veränderbare Struktur. Das war ein sehr kreativer und sehr verwinkelter und komplexer Prozess. Ich bin eigentlich sehr froh mit den Resultaten. Und ich glaube, dass wir auch versucht haben, zu den jeweiligen Stücken andere, durchaus andere Funktionen und andere Relationen zwischen Bild und Musik herzustellen. Es gibt also animierte Teile in der Videoarbeit. Es gibt Teile, die tatsächlich zunächst einmal thematisch vielleicht relativ klar den Rahmen abstecken, mit dem wir es thematisch zu tun haben. Immer wieder versucht, in der Arbeit auch mit den Stipendiaten das deutlich zu machen, dass es mir wichtig ist, dass wir den Zuschauer autorisieren, dass der Zuschauer schauen kann und nicht geschaut wird, also nicht sozusagen vorgesetzt bekommt, was er zu schauen hat. Das ist eine ganz andere Form von Ästhetik vielleicht auch und vom Blick, als wir es fürs Fernsehen oder für bestimmte Filmproduktionen brauchen. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe des medialen Einsatzes auf der Bühne, einem Publikum diese Spielräume überhaupt erst wieder zu geben, die wir in unserer sonstigen medialen Erfahrung nicht mehr haben, weil uns die Blicke enteignet sind.